Und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder zurück bei Thimbleweed Park. Und planlos wie eh und je. Erstmal natürlich schöne Grüße aus dem Twitch-Chat an YouTube. Richte ich jetzt einfach mal so aus. Ja, genau. Der Idel schreibt es auch gerade. Greetings an YouTube. Ich sag einfach mal Grüße von allen. Bestimmt. Und. Ha! Haha! Eine Sache, falsch. Also mein Chat, der eigentlich zu vielem zu gebrauchen ist, hat eine Sache nicht bemerkt, die ich merken musste, als ich die Videos für YouTube vorbereitet habe. Ein großes Lob hiermit an YouTubes Videovorbereitung. Denn während ich hier so gequatscht habe, wie sinnlos es ist, hier durchzulaufen, habe ich etwas gesehen. Ein geheimnisvoller Waldweg. Ein geheimnisvoller Waldweg. Ich glaube hier lang, oder? Oder auch nicht. Doch, hier. Gehe zu Thimbleberries. Hier. Keiner hat mir gesagt, dass wir hier schöne rote Thimbleberries mitten in dem Wald haben. Jedes Mal beim Durchgehen eigentlich. Ich bin immer dran vorbeigerannt und keiner sagt mir was. Also, jetzt muss ich gucken. Aber wie sieht es denn eigentlich von der Lautstärke aus? Wir haben ja wieder mal das Problem. Oder nein, das weiß YouTube ja gar nicht, dass mir mein Rechner ein bisschen teilweise abgeraucht ist und daher die Einstellungen futsch waren. Und deswegen musste ich OBS neu einrichten. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie die Lautstärke so ist. Sag doch mal was im Chat, während ich hier die Handschuhe mit den Thimbleberries benutze. Einige Minuten beschäftigter Aktivität später. Und wir haben It's a Thimbleberries. cup of delicious, freshly picked thimbleberries. Ui! Vielen, vielen Dank, Korassen. Hallo, das sollte doch vorgelesen werden. Okay, die Twitch-Alerts mögen auch noch nicht wieder. Aber vielen, vielen Dank, Korassen. Ich habe es nicht mal richtig lesen können, weil ich darauf gewartet habe, dass es vorgelesen wird. Und außerdem wurde es unten ein bisschen abgeschnitten. Ich sehe, da ist Optimierungsbedarf. Pizzamann, Pizzamann, Pizzamann. Ja, Mensch, da hat der Korassen extra einen schönen Text für den Bot gemacht und der hat einfach nicht vorgelesen. So eine Sau. Das gucken wir uns aber später an. Jetzt erstmal nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Und, wo wollen wir denn hin? Wir wollen zurück in die. Ich habe immer noch keine Karte. B Street ist hoffentlich. A Street ist hoffentlich die richtige Adresse. Für völlig ungerührt. Oh nein, hier sind die Nickel News. Post Office? Nein. Dann nehmen wir einen schnellen Weg in die B Street. Und wir gucken zu völlig ungerührt. Und dann fragen wir doch mal. Ricky, halt nicht weglaufen. She's too far away. Hi, Dolores. Oh, let's go over to the counter where we can talk. Welcome to Ricky's Tube Town. How can I help you? Ich habe die Thimbleberries. Könntest du mir bitte einen Kuchen backen? I have the thimbleberries. Can you please make me the pie? You found them. Good for you. And no welts. I was very careful. And also your gloves. Won't be needing them now. Thank you. I'll go make it now. Won't be a jiffy. Ach so, die macht wirklich sofort ein. Okay. Here's your thimbleberry pie. Exactly how Chuck liked it. Interessante Backmethoden. Thank you. Juhu. Ricky Lee's famous thimbleberry pie. Hot from the oven. Wenn. Okay, nochmal gucken. Wir haben. Oh, relativ viel. Wir haben. Wir waren in der Gruft. Okay, wir haben den Kuchen.
Wir haben das Testament entschlüsselt und wir haben den Anwalt gefunden. Das heißt, ich vermute, wir müssen jetzt alle in der Menschen abholen. Oh, der Michael schreibt gerade, er hat mehrere Folgen verpasst. Es sind auf YouTube noch nicht alle raus. Wir sind... wir sind ein bisschen voraus hier. Die YouTube-Folgen enden am Mittwoch. Und wir haben heute Freitag der Vorwoche. Also ein paar Folgen sind noch übrig. Und ja, genau. Wir gucken weiter. Ob die jetzt noch hier sind oder ob die... Ich schätze, wir nehmen die jetzt alle mit in die Gruft. Genau. Yes, Dolores, do you have a question about your uncle's stipulations? Nein, ich habe alles gemacht. Here's a freshly baked thimbleberry pie. All three of Chuck's stipulations are now fulfilled. I'll meet you all in the tomb. Teil 5. Teil 5, die Lesung. Now, all three of Chuck Edmund's stipulations are fulfilled as we stand next to his remains. I will now read his will. I, Charles Edmund, being of sound mind and body, do hereby declare this, my last will and testament, blah, 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 legalese here. Ah, yes, it is my will that the entire estate of all property and money be passed to... Yes? Yes? On me. Madam, quiet, please. To the Amalgamated Holdings Corporation. What? And that all of Thimbleweed County be plowed under and a giant server farm be built in its place. Yes? You gotta be kidding. What? Ooh, Doug Lake's farms. The destruction of Thimbleweed County will begin 2 days after verifying this will and testament. Oh, and this last part in tiny print. Dolores gets a Pillowtron 3000 t-shirt. This is as much as he'll ever get from Pillowtronics. Lenore gets nothing. Franklin gets nothing. Doug gets my ceremonial zinc-plated shovel. Yippee! Well, good day. I'd better pack now. Here's your zinc-plated shovel, Doug. And your t-shirt, Dolores. Enjoy. Well, I never. Come along, Peter and Chucky. We're leaving. Ja, gut. Geld abstauben war dann wohl nicht. Ach, das war schon Teil 5. Teil 6. Die Fabrik. Something is very wrong here. Yep. I need to get into the factory and see if I can figure out what happened to Uncle Chuck. Yup. Okay, erstmal die Frage von Pü. War das mit Methode oder Zufall, dass wir die Bären gefunden haben? Das war Methodenzufall. Ich habe festgestellt, dass ich da immer wieder dran vorbeigelaufen bin. Das habe ich beim Folgenbearbeiten gesehen. Und habe auch gesehen, dass mich niemand aus dem Chat darauf hingewiesen hat. Ja, ich habe mir irgendwie mehr erhofft. It's a Pillowtronics t-shirt with a tube on it. The only thing I got from Uncle Chuck. I feel like this was his final insult. Ja. Flowers left over from a funeral. Okay. Ich hatte ja irgendwie gehofft, dass wir jetzt irgendwas erben, mit dem wir den Schlüssel zur Kissenfabrik kriegen. Oh, der Korassen weist mich gerade darauf hin, dass ich an den Bären vorbeigelaufen bin. Der Vergangenheits-Emojack bedankt sich ganz herzlich bei dir. Während der Gegenwarts-Emojack gerade echt überfragt ist, weil ich mir sicher war, ich gehe jetzt da rein und sage jetzt hier, ich habe die Fabrik geerbt, gib mir bitte mal den Schlüssel, wir gehen da rein. I should wait until he's off the phone. Okay. What's with all the heavy breathing and moaning? I wish I could get them to stop calling. Ja, How can I help, Miss Edmund? Can I still access the family safe deposit box? I'm afraid not. Your Verdammt. Uncle had your access revoked shortly after you left town. I guess you can't tell me if my dad made any withdrawals or deposits in the last couple of weeks either? No. That would be a breach of our client's confidentiality. Fair enough. Goodbye, Mr. El Palo. Come back soon, Miss Edmund. Okay, es wird irgendwas... It's a small wooden animal figurine. ...mit dem Telefon zu tun haben.
Wollen wir es nochmal probieren? Okay, I'm pushing it. Nein, halt, stopp, nein, ich wollte doch, nein, aber, nein, 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 aber, ich, es war doch nur ein Spaß. Es war doch nur ein Spaß. Ist jetzt nicht dein Ernst. Der hat mich nicht mal gefragt, ob ich davor speichern will. Okay. Ihr habt das alles gar nicht gemerkt. Ich habe gerade kurzzeitig überlegt, ob wir nochmal ganz kurz einfach die Aufnahme stoppen und neu anfangen. Ja, ups, ups ist gut. Ey, nachdem der vorhin gesagt hatte, wir sollen davor speichern, dachte ich, da kommt wieder so ein Spruch. Na gut, wir machen das jetzt im Kurzdurchlauf. 1, 2, 3, 4. Ja, da muss ich gerade nochmal niesen. Entschuldigung. Benutze Handschuhe mit den Thimbleberries. Einige Minuten geschäftigte Aktivität später. Und jetzt müssen wir wieder rauskommen. Genau, und jetzt können wir wieder hier die Map nutzen. Alles im Schnelldurchlauf in die A-Street. Im Sprint. Und ich bin natürlich wieder falsch gelaufen. Der Pü freut sich schon wieder, weil ich falsch gelaufen bin. Das Schlimme ist, mein Orientierungssinn ist in echt ungefähr genauso gut wie in diesem Spiel. Oh, let's go over to the counter where we can talk. Welcome to Ricky's Tube Town. How can I help you? So, bitte nochmal schnell einen Kuchen backen. I have the thimbleberries. Can you please make me the pie? You found them. Good for you. And no welts. I was very careful. And also your gloves. Won't be needing them now. Thank you. I'll go make it now. Won't be a jiffy. Der Neo, ich rede hier mal einfach über den Lärm drüber. Der Neo fragt gerade, ob ich nochmal YouTube begrüßen will. Here's your thimbleberry pie. Exactly how Chuck liked it. Thank you. Machen wir aber nicht, weil ich diese Blamage, dass wir dieses Ding einfach nochmal gedrückt haben, möchte ich YouTube nicht vorenthalten. Die Aufnahme läuft jetzt so weiter. Und wir müssen also wieder zur Menschen. Wir machen das jetzt alles im Schnelldurchlauf. Ach, man hätte auch anders die, was mit den Bären. Es gab einen Hinweis auf die Bären, so rum. Ja, dann hau raus den Lachs. Pü, sage uns, erhelle uns. Yes, Dolores, do you have a question about your uncle's stipulations? So, here's a freshly baked thimbleberry pie. All three of Chuck's stipulations are now fulfilled. I'll meet you all in the tube. Stopcorn, Stopcorn, da war ein Stopcorn. Teil 5, die Lesung kennen wir schon. Noch Spielpause, brauchen wir nicht. Können wir die abkürzen? Die kennen wir jetzt schon. Now, all three of Chuck Edmonds' stipulations are fulfilled as we stand next to his remains. I will now read his will. I, Charles Edmund, being of sound mind and body, do hereby declare this, my last will and testament, blah, 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 legalese here. Ah, yes. It is my will that the entire estate of all property and money be passed to... Yes? Yes? Madam, quiet, please. To the Amalgamated Holdings Corporation. What? And that all of Thimbleweed County be plowed under and a giant server farm be built in its place. You've gotta be kidding. What? Ooh, Doug likes farms. The destruction of Thimbleweed County will begin 2 days after verifying this will and testament. Oh, and this last part in tiny print. Dolores gets a Pillowtron 3000 t-shirt. This is as much as he'll ever get from Pillowtronics. Lenore gets nothing. Franklin gets nothing. Doug gets my ceremonial zinc-plated shovel. Yippee! Well, good day. I'd better pack now. Yippee! Here's your zinc-plated shovel, Doug. And Yippee. Your t-shirt, Dolores. Woo-hoo. Enjoy. Well, I never. Come along, Peter and Chucky. We're leaving. Tudum, Teil 6, die Fabrik. Auf ein neues. Diesmal ohne den roten Knopf. Something is very wrong here. I need to get into the factory and see if I can figure out what happened to Uncle Chuck. So, okay. Also, wir haben gerade schon gesehen, wir kommen hier nicht so schnell weiter. Wir brauchen den Schlüssel.
Und der Rest ergibt sich dann, aber da kommen wir so nicht weiter. Was haben wir denn noch Neues bekommen? Die haben wir schon benutzt. Den haben wir noch nicht benutzt. Tagebuch haben wir gelesen. Gerät haben wir, glaube ich, schon mal gedrückt. Oder wollen wir... Nein. Das Röhrending haben wir schon benutzt. So. Das haben wir immer noch nicht gefunden. Diese Beta-Kassette, für die es kein Abspielgerät gibt. It's a Pillowtronics T-shirt with a tube on it. The only thing I got from Uncle Chuck. I feel like this was his final insult. Damit können wir erstmal wahrscheinlich auch noch nicht viel machen. I'm not wearing it. Versuchen wir es wert. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Wir haben die Uhr. Und das Uhrenwerkzeug haben wir ihm schon gegeben. Open an account today and get a free toaster. Das ist schön. Genau. Ach so, Pü, doch, ich erwähne es schon. Es war nur gerade so zwischendrin. Ich habe dann auch nachgedacht. Jetzt muss ich wieder hoch. Der Navigatorschädel bei der Zaubertruse führt dich hin, wie in Monkey Island. Ich kann mich noch an die ganzen Sachen erinnern, aber ehrlich gesagt, ich hatte irgendwie den nicht als besonders wahrgenommen. So, wie war denn das? Wir brauchten hier, genau, wir brauchten noch die Schallplatte. Wo finden wir denn diese Schallplatte? Eieiei. Jetzt bin ich gerade wieder vollkommen aufgeschmissen, weil ich irgendwie fest damit gerechnet habe, dass da bei diesem Testament irgendwie mehr bei rauskommt. Also hier haben wir ja echt nicht viel, was wir hier machen können. Er hier hat noch einiges. Also mit Nayako eigentlich auch nur noch die Seite aus dem Witzebuch. Der Idol fragt, wie lange Thimbleweed noch geht. Ich glaube ehrlich gesagt sehr lange. Also meinst du heute oder meinst du insgesamt? So, ach genau, die Schallplatte. Ja, genau. Der Pü hat brav nicht gespoilert, sondern mich an Dinge erinnert, die ich eigentlich schon wusste, dass man eine Schallplatte bei dem Ransom, dem Clown-Doppelgänger-Wettbewerb gewinnt. Aber dazu brauchen wir die letzte Witze-Seite. Den haben wir bestimmt schon gefragt. Insgesamt, Idol, habe ich so die leise Befürchtung, wir haben vielleicht die Hälfte? Bestenfalls, ich habe keine Ahnung. Okay, der kann leider nur beleidigen. Diese blöde Witze-Seite. Weiß ich überhaupt nicht, wie ich rankommen soll. Hast du eine Witze-Seite für mich? Hey there. Let's go over to the counter where we can talk. Ah, welcome to Ricky's Tube Town. How can I help you? More like Ricky's up tube, but whatever. Can't you ever be nice, Ransom? Nö. Hey, es ist Ricky mit ihren Zauberstäben. Ich glaube, du brauchst dringend einen Lieb. Hast du also endlich kapiert, dass du nur ganz gebiebt backen kannst? Verbieb dich doch, ist langweilig. Wir fangen mit dem Nettesten an. Jeez, you must need a boyfriend. It's a Freudian nightmare in here, Toots. Well, Ransom, maybe if you weren't such a tool all the time, you wouldn't see them everywhere you go. So you finally realized you can't bake for... No, business was just slow, and I went in a new direction. The town bum wouldn't eat your leftovers, dollface. The only thing your pies were good for were throwing at my audience. Hey, it's Rick with the stick. I don't have a stick. These are tubes. Sure you do. It's lodged so far up your ass, I can see it poking out your mouth when you talk.
Ja, okay, die sind langweilig, die machen wir nichts. I think I left my hamster in the microwave. Gotta run. Okay, da kriegen wir aber auch keine Seite aus unserem Witzebuch. Hier ist wahrscheinlich immer noch zu. The doors are locked and nobody's inside. Auch hier nicht. Und hier war Ende. Wie kommen wir hier weiter? Ich befinde mich echt nur in einer geistigen Sackgasse. Ich habe hier irgendwie mich vollkommen auf was verlassen, was einfach nicht funktioniert hat. Der Pü bietet sich schon wieder an für Tipps, aber ich würde sagen, noch nicht. Beziehungsweise, ich gucke mal, was haben wir denn noch auf der ThimbleCon? Das waren wir in der letzten Aufnahme, waren wir auf der ThimbleCon. Was haben wir denn da noch so bekommen? Ah, das ist alles alt. Der hat also quasi nichts bekommen. Sie hat hier eigentlich auch nichts weiter Neues, doch. The plaque says it's a tiny replica of the Starship Isabella in a bottle. Vielleicht hat für die Beta-Kassette ja auf der ThimbleCon jemand ein Gerät. Weil ich meine, da sind immerhin ein Haufen Nerds. Ins Hotel müssen wir. Und, ey, der Keks ist da. Einen wunderschönen guten Abend, Keks. Schön, dass du doch hier bist. Nein, kein Staubkorn. Wir können ja mal versuchen. Wo ist er denn jetzt hin? Suchen, ob der. I don't want to give that away. Na, okay. Wo ist denn der? Ach, da ist er. By the power of Grayskull, I greet thee. He-Man! Das haben wir also schon alles gemacht. Oh, dem Luca habe ich keinen wunderschönen guten Abend gewünscht. Luca, ich wünsche natürlich auch dir einen schönen guten Abend. Okay, I'm off to check out ThimbleCon. Das hatten wir schon alles. Shut. Oh. Aber da hat auch niemand irgendwie ein Abspielgerät irgendeiner Art und Weise. Oh, I'd love to talk to him, but I'm too shy. What with him being famous and all. Oh, dann kann ich niemandem was geben, okay. It will only work in the non-existent Betamax player. Hey. Stopcorn. Sehr gut. Also ich sage mal so, ich würde von allen außer Pü oder auch allen anderen, die das Spiel schon kennen, würde ich mal ein paar Tipps annehmen, was wir noch machen können, denn gerade eben bin ich echt ein wenig ratlos. Pew, pew, pew. Ah, das haben wir ja auch noch. Aber auch das, wir haben wieder so viele angefangene Dinge, die uns nicht so richtig weiterhelfen. Kann ich vielleicht hier... Nein, ich will... Okay. Ich wollte es eigentlich ihm mal zeigen. Ach, das ist David Fox. Oh, I'd love to talk to him, but I'm too shy. What with him being famous and all. Oh, ich dachte, du hast nur Angst vor Ron Gilbert. Shut up in there! Don't start that Batman argument again. Was hast du denn noch? Du musst nur noch in das Jenseits flüchten. So, das hat ihn irgendwie gar nicht interessiert, diese Testamentsvorlesung, oder? Dachte, wir können sie vielleicht erschrecken. Hey, new ghost, I told you not to bug me. Ah,
dieser Kristall. Bye, Xavier. Sorry for bothering you.